Dieses Objekt wurde irgendwo gefunden. Das ist eine E-Zigarette. Das ist also ein Gerät, in dem eine Flüssigkeit sich befindet und eine Elektronik, die dafür sorgt, dass wenn man hier durch Luft reinsaugt, die hier unten reinkommen kann, da drin diese Flüssigkeit erhitzt wird oder genau gesagt ein Teil da oben drin erhitzt wird, wo dann diese Flüssigkeit dran verdampfen kann. Irgendwie so in der Art funktioniert das. Es kann sein, dass das gesünder ist, als Tabakrauch einzuatmen. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch gerade nicht wichtig. Es ist auf jeden Fall schlauer, gar nichts davon irgendwie in seine Lunge reinzusaugen. Aber was ich hieran kritisieren möchte, ist, dass dieses Gerät einen Akku enthält. Steht hier unten auch drauf. Wir haben einen 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku da drin. Wir haben aber keine Möglichkeit, das aufzuladen. Hier, das ist jetzt kein USB-Anschluss oder so. Man kann diesen Akku also nicht aufladen, man kann auch die Flüssigkeit da drin nicht wieder aufladen. Das heißt, dass dieses Gerät hier, wenn das irgendwann aufgebraucht ist, wenn entweder der Akku leer ist oder die Flüssigkeit leer ist, im Müll landen wird. Und das darf eben nicht sein, denn hier steht auch extra drauf, das darf nicht normal im Hausmüll landen. Das ist nämlich ein Elektrogerät, das einen Akku enthält und die müssen in einer fachgerechten Art entsorgt werden. Das heißt, die müssen eigentlich beim Elektroschrott landen und dann von einer Elektroschrottfirma zerlegt werden, damit sie den Akku da rausholen und recyceln können. Machen das Leute? Und das ist jetzt das Eigentliche, was ich daran kritisieren möchte, hauptsächlich. Ich glaube, das machen die meisten Leute nicht, sondern schmeißen das einfach irgendwo hin oder in den Müll. Weil extra zum Schrott hinzufahren, nur für dieses eine Gerät, lohnt sich für die meisten wahrscheinlich nicht.